Ja, jetzt habe ich Stefan Geier bei mir. Stefan, wie hast du die Partie heute miterlebt? Ja, schwierig. Ich denke, wir haben wohl hart gearbeitet, aber es hat heute nicht gereicht. Oft braucht man mehr, aber es ist nur harte Arbeit. Irgendwie müssen wir härter zum Tor gehen. Wir haben wohl gute Chancen gehabt, aber doch wieder in Goli zu einfach gemacht. Und da müssen wir vielleicht noch ein Tick heute arbeiten. Welche Vorbilder hast du im Eishockey? Mein größtes Vorbild war immer der Joe Sakic von der NHL. Aber ich muss sagen, ich schaue gerne immer wieder gute Spiele an und probiere ein bisschen was abzuschauen. Und es gibt genug davon, glaube ich. Was war bisher so der schönste Moment im Eishockey? Ja, ich denke, das waren die zwei Meistertitel natürlich mit dem KC da. Vor allem der erste, das war mein erstes Jahr in der Bundesliga. Bombenstimmung natürlich in Klagenfurt und alles. Und ich denke, das ist schon einer der schöneren Momente gewesen. Ne? Jetzt folgt ja die Zwischenrunde. Was können sich die Fans jetzt von euch erwarten? Ja, erwarten können sie es jetzt viel mehr von uns. Vor allem wir müssen uns von uns selber auch einiges mehr erwarten, weil was wir da auch im Jahr 2018 spielen, ist einfach nicht genug. Müssen wir schauen, dass wir jetzt einfach alle zusammenrücken und ein besseres Eishockey zeigen. Dann sage ich danke dir und alles Gute für dich weiterhin. Was, danke. Wie war die Partie heute aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht, ja, wir sind die ersten 10 Minuten gut reingestartet. Haben die Dornbein haben einen Lucky Bounce gehabt vorne, wo wir den Mann verloren haben und dann steht 1-0. Und ja, im zweiten Drittel war so ein 50-50 Drittel und die fahren runter und dann ja, haben sie das glückliche Tor. Und ja, wir haben einfach dann keinen Weg mehr gefunden, um zurückzukämpfen, dass wir den Anschlusstreffer geschafft hätten und der hätte uns natürlich einen Auftrieb gegeben. Hast du spezielle Vorbilder im Eishockey, von denen du gerne ein bisschen was abschaust? Ja, spezielle Vorbilder nicht. Ich beobachte sehr viele Leute, die Erfolg haben, weil das hat immer einen Hintergrund. Egal, ob das im Tennis ist, im Skifahren, das sind so Vorbilder, aber keinen speziellen. Was war bisher so der schönste Moment, an den du dich gerne erinnerst? Im Eishockey? Der schönste Moment war sicher, wo ich das erste Mal B-Weltmeisterschaft gespielt habe mit dem österreichischen Nationalteam, wo ich mit dem Bregenzer wollte in die zweite Liga gewonnen habe. Es sind viele schöne Momente im Sport. Könnt ihr jetzt einige aufzählen, aber das war einer der schönsten. Wunderbar, dann sage ich danke dir und alles Gute weiterhin. Okay. Gerne.